Willkommen, liebe Zuschauer, an Tag 5 hier auf der Agritechnica 2013 auf der Hannoveranischen Messe Laatzen. Ja, wir haben heute einen Tag, der sich eigentlich so ein bisschen um den jüngeren Bereich in der Landwirtschaft dreht. Es geht um die Karriere in der Landtechnik, in der Landwirtschaft, in dieser Branche, in der grünen Branche. Ein großer Punkt. Es gibt einige Neuigkeiten zu hören. Bevor wir uns allerdings der Franziska Bennecke zuwenden, würde ich sagen, darf der Tammo wieder seinen Part zu unserer Show leisten mit seinem Technik-Trend-Tipp hier auf der Agritechnica 2013. Traktoren auf Raupenlaufwerken waren nicht unbedingt etwas Neues, als Challenger 1986 mit der Baureihe 65 in den Markt ging. Erstmals wurden damals anstelle von Stahlketten allerdings Gummilaufwerke an den Maschinen verbaut. Hinter mir zu sehen ist auf dem Stand der Meilensteine der Landtechnik ein originales Modell mit Baujahr 1988, dieser Challenger 65. Und klar spielte das Thema der Kraftübertragung bei der Entwicklung eines solchen Giganten mit eine entscheidende Rolle. In den letzten 10 Jahren ist aber das Argument der Bodenschonung, des bodenschonenderen Arbeitens mit hinzugekommen. Beim Blick über die Messe sieht man eigentlich, dass fast alle großen Hersteller diesen Trend mitgehen. Schauen wir mal zu New Holland. Ja, solch ein Mähdrescher wie der neue CX8090 hier hinter mir wiegt schon ohne Schneidwerk und ohne Getreide im Korntank mehr als 16 Tonnen. Wenn ich nur den vollen Korntank dazu rechne mit 11.500 Liter, kommt noch einiges an Gewicht dazu, was alles auf der Vorderachse liegt. New Holland zeigt bei beiden ausgestellten Mähdreschern hier, dem 8090 und dem 8080, konsequent, dass das Raupenlaufwerk genau die richtige Ausrüstung ist für die Maschine. 30 km/h auf der Straße und 3,50 Meter Transportbreite auf der Straße sind kein Problem. Erstmals stellt auch Krone einen Big X mit Raupenlaufwerk hier auf der Messe vor und Echo präsentiert die neuen Raupenlaufwerke für die Großmähdrescher. Reifendruckregelanlagen, bei denen direkt auf dem Feld der Reifendruck gesenkt werden kann und die Aufstandsfläche für die Feldarbeit erhöht werden kann, gibt es schon lange. Der Reifenspezialist Mitas stellt hier auf der Agritechnica erstmals ein Konzept vor, mit dem ein Mittelweg zwischen einem normalen Rad und einem Bandlaufwerk gefunden wird. Der Reifen ist bei diesem Konzept ohne seitliche Flanken aufgebaut und kommt mit besonders geringen Reifeninnendrücken aus. Die Grundidee dahinter ist genau wie bei der Reifendruckregelanlage die Erhöhung der Aufstandsfläche. Die ersten Filmaufnahmen, die hier auf dem Stand präsentiert werden, sehen sehr vielversprechend aus. Ja, soweit zu unserem kurzen Trendbericht hier von der Agritechnica zum Thema Bodenschonung. Mehr dazu lesen Sie in den nächsten Ausgaben Ihrer DLV-Medien. Ja, von den Maschinen kommen wir zu den Menschen, die teilweise hinter solchen tollen Leistungen stecken. Aber die Landwirtschaft bietet natürlich unglaublich viele Felder und unglaublich viele Karrierechancen. Und zu diesem Thema, wie eben angekündigt, bitte ich jetzt die Franziska Bennecke, die ist die Vorsitzende der jungen DLG, auf die Bühne. Grüß dich, Franziska. Hallo. Ich würde erst mal gerne von dir wissen, wie sich denn gerade die junge DLG hier auf der Messe präsentiert, gerade so im Bereich eben des Themas Jobs und Karriere. Wie ist man hier aufgestellt? Ja, das ist natürlich gerade bei der jungen DLG ein großes Thema. Wir haben hier auf der Messe verschiedene Sachen dazu. Wir haben einmal im Pavillon 35 beim Stand der jungen DLG eine Jobwall aufgebaut, wo Firmen Jobs und auch Praktikantenstellen annoncieren. Dann haben wir das Forum Agrarpraktikum, wo junge Menschen sich informieren können hinsichtlich Trainees, Auslandspraktika, Praktika allgemein, aber auch Jobs finden können. Dann gibt es den Karrierekompass, wo man sich einfach auch über Ausbildungsformen informieren kann. Und wir bieten heute auf dem Young Farmers Day und auch morgen viele einzelne Foren dazu an, wo auch die einzelnen Firmen sich präsentieren, sagen, was ihnen wichtig ist, was für Jobmöglichkeiten es gibt, mit und ohne Studium. Und ja, haben viele Interessenten und viel Spaß dran. Unser zweiter Punkt heute in der agrarheute.com Wochenshow hier auf der Agritechnica 2013 dreht sich natürlich auch um das Thema
Karriere in der grünen Branche. Und dazu haben wir jetzt im Folgenden eine kleine Expertenrunde. Zum Teil schon vorher bei der Agrario-Expertenrunde gesehen, unter anderem mit Vertretern von Fendt und neu von Agravis. Geführt wird das Ganze gleich von Detlef Steiner, der ist der Chefredakteur des DLZ Agrarmagazins. Bevor wir uns allerdings wieder ins Gespräch begeben, gibt es noch einen kleinen Einspieler mit der ein oder anderen Frage an unsere Expertenteilnehmer. Ich stehe jetzt hier bei Agrario, dem neuen Job- und Karriereportal des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Und hier sind wir genau richtig, um junge Leute zu finden, die Karriere machen wollen in der Agrarbranche. Bei mir habe ich jetzt die Lina Musler und den Max Klarer stehen. Ihr seid beide Studenten. Was studiert ihr denn genau, Lina? Ich studiere Agrarwirtschaft an der Fachhochschule Bingen. Max? Ich studiere Agrarmanagement im Master an der TU München. Und was wollt ihr denn später machen mit eurem Studium? Also ich würde gerne in Marketing und Kommunikation. Ich denke, darin liegen meine Stärken. Ich würde gerne in die tierische Richtung gehen, vielleicht in Tierproduktion. Vielleicht die Landwirte beraten, weil ich auch von einem Betrieb komme und deswegen würde mich der Bereich sehr interessieren. Jetzt haben wir ja eine Diskussion laufen mit Personalleitern, mit wichtigen Personalleitern in der Agrarbranche. Was würdet ihr denn gerne mal einen Personalleiter fragen? Jetzt habt ihr die Möglichkeit dazu. Also ich studiere jetzt Agrarwirtschaft auf dem zweiten Bildungsweg und habe vorher eine Ausbildung gemacht und schon Berufserfahrung und habe leider keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Ob ich gerne genommen werde damit oder doch eher jemand wie Max Vorteile hat, da er einen landwirtschaftlichen Betrieb hat und halt aus der Landwirtschaft kommt. Max, was würdest du gerne wissen von dem Personaler? Also mich würde vor allem mal interessieren, wie wichtig die Note bei einer Bewerbung ist und was sonst noch an der Bewerbung wichtig ist. Was zählen Auslandsaufenthalte, Zusatzqualifikationen wie oder ehrenamtliche Tätigkeiten an der Uni? Das würde mich interessieren. Gut, dann gebe ich mit diesen beiden spannenden Fragen ab an Detlef Steinert. Danke, Huven, für die interessante Kurzreportage von der Messe. Steigen wir jetzt gleich ein. Wir haben zwei junge Menschen gehört, die ihre Zukunft in der Agrarbranche sehen. Sie haben ganz konkrete Fragen gehabt. Die möchte ich auch gleich weiterleiten. Und zwar zunächst die erste, die von Max gestellte, an Frau Andrea Helbig. Sie ist Leiterin des Talentmanagements bei AKOFEND. Es wurde ganz konkret gefragt, was kann ich denn tun, damit ich für Unternehmen interessant bin? Was sagen Sie, jungen Talentner, was macht euch interessant für uns als AKOFEND? Herr Steinert, vielen Dank für die Einladung. Ja, was macht Sie interessant für AKOFEND? Es ist ganz wichtig, dass Sie bereits während dem Studium Praxiserfahrungen sammeln. Und wenn junge Menschen zu uns jetzt an unseren Stand in Halle 9, D15 kommen und fragen, was muss ich denn mitbringen, damit ich mal zu AKOFEND kann, dann sage ich Praxiserfahrung. Schaut über den Tellerrand hinaus, schaut, dass ihr vielleicht ein Urlaubssemester macht, zusätzliches Praktikum macht, schaut in verschiedene Firmen rein, um wirklich für euch herauszufinden, was für euch passt. Und das hebt euch dann von den anderen Mitbewerbern quasi ab. Ja, Stichwort Praxiserfahrung, das ist ja auch ein Anknüpfungspunkt, dass das die junge Dame mit ins Spiel gebracht hat. Praxiserfahrung ist das eine, möglicherweise vom Hof zu kommen, das andere. Sie hat ja ein bisschen Sorge, ohne landwirtschaftlichen Hintergrund Chance in der Agrarbranche zu haben. Herr Schmidt ist Leiter des Personalentwicklungsbereiches bei Agravis. Herr Schmidt, inwieweit ist denn das Thema, ich komme vom Hof, ein wichtiges Thema, um überhaupt Karrierechancen im Agrarbereich zu haben? Es ist ein wichtiges Thema. Wir sind in der Agrarbranche, also dort Erfahrung mitzubringen, ist definitiv ein Vorteil in vielen Jobs, aber definitiv nicht in allen. Wir haben Bereiche, da ist das überhaupt nicht notwendig und man kann auch ohne Vorerfahrung einen hervorragenden Weg machen und auch den Einstieg finden bei uns. Ich habe außerdem noch hier Herrn Stefan Beer. Herr Beer ist der Leiter der Verkaufsförderung bei Fendt. Das ist natürlich dann eine Nummer. Ich habe den direkten Kontakt zu den Kunden. Neben den Eigenschaften, die Ihre beiden Mitstreiter hier auf der Bühne schon formuliert haben, sagen Sie da in der Verkaufsförderung, wo ich ganz nah am Kunden dran bin, muss es vielleicht dann doch noch ein paar zusätzliche, in dem Fall nicht nur Soft, sondern Hard Skills geben, was die Leute mitbringen? Ja, wenn ich das so genau betrachte und die Vergangenheit anschaue, aber waren bei uns hauptsächlich Bewerber da, die aus dem Bereich Landtechnik, Landwirtschaft kommen. Also ein Klassiker sind die Agraringenieure, die im Bereich Agrartechnik dann auch ihr Studium spezialisiert haben. Wir haben aber auch Fahrzeugbauer, Maschinenbauer, Elektroingenieure, die dann aber in der Regel schon vom Betrieb kommen oder sogar eine landwirtschaftliche Lehre gemacht haben.
ich freue mich, wenn Sie morgen entweder wieder live hier dabei sind oder uns anklicken im Internet. Wie gesagt, morgen 15 bis 16 Uhr, Halle 7, Stand C29 des DLV. Nun einen schönen Abend, viel Spaß beim Feiern, wer dabei sein kann. Ansonsten bis morgen. Ciao.